Ausstellungshäuser geben mir keine Befehle. Also das wird schon dem Künstler überlassen, auch thematisch, was er macht. Ich habe das Thema Belvedere oder Prinz Eugen ausgesucht, weil das Belvedere eben im Zusammenhang zu ihm steht. Eins seiner wichtigen Bauten. Das hat mich gereizt, eine Persönlichkeit zu beschreiben. Ich kann mich mit der Person auseinandersetzen, als sozusagen Verwandter, weil ich ja eigentlich Prinz Eugen wie einen Künstler sehe. Nicht einen Künstler, der nicht produziert, aber der sich mit den Künsten auseinandersetzt, ist genauso wichtig als die Produktion, weil ohne Auseinandersetzung existiert ja die Produktion nicht und das ist eigentlich eine ganz wichtige und bedeutende Sache in Bezug auf die Person Prinz Eugen. Die ersten Schritte waren eigentlich Angst, weil ich mir plötzlich habe ich gemerkt, dass das Thema natürlich ungeheuer schwierig ist, dass ich da mich wahnsinnig anstrengen muss, um das zu begreifen. Wie ich schon vorher gesagt habe, ist er ja eher eine literarische Figur, sodass ein bildender Künstler hier sehr schwer eingreifen kann und etwas beschreiben, mehr so im Erzählerisch. Das war eigentlich dann die Ausgangsbasis, wobei ich mir gerade bei Kriegsbildern und so weiter sehr schwer getan habe. Wenn man das noch nie gemacht hat, muss man einen ganz neuen Ansatz suchen und finden, wenn man Glück hat. Ich meine, die technische Seite bei einem Kunstwerk hat ja eigentlich keine so große Bedeutung. Ne? Die Technik ist ja eine Erfahrungssache, die wird ja immer überschätzt. Nicht? Und ich muss ja im Grunde nur so viel Technisches beherrschen, was ich für diese Sache brauche. Also wenn Sie technisch nichts brauchen, als wie eine Fläche anstreichen, so genügt eigentlich das, dass man eine Fläche anstreichen kann. Nicht? Für mich spielt viel mehr die Raumkonzeption eine Rolle. Das heißt, ich will eigentlich alles einschließen. Also ich sehe nicht das Bild für sich allein, sondern eigentlich in Bezug auf die Ausstellung mehr die Interpretation. Das interessiert mich mehr. Ich wollte ja zuerst den ganzen Raum zumalen, kann ich aber nicht im Moment, weil ich es körperlich nicht kann. Früher bin ich am Boden herumgekrochen und weiß ich, in alle Höhen gestiegen, das kann ich nicht mehr. Also muss ich mich reduzieren auf das Tafelbild. Und das kann ja im Grunde thematisch genauso die Dinge erfüllen, halt kleiner. Also reduziere ich mich auf kleine, möchte fast sagen, lyrische Momente, die mir ja auch sehr wichtig sind und die mir auch sehr liegen. Also habe ich ja auch die Technik reduziert, sehr stark auf das Zeichnerische. Dicke Farbe trage ich ja so oder so nicht auf. Das finde ich ja nicht so gut. Also habe ich mich halt sehr zurückgehalten in den einzelnen Aussagen. Ich habe ja auch die Farbe eigentlich sehr betont, die mir auch wichtig ist, also helle Farben, bunt. Zum
Teil bin ich sehr realistisch, zum Teil eben sehr stark eben im Ungegenständlichen, was mich ja auch schon immer beschäftigt hat. Im Grunde soll die Kunst eben den Auftrag erfüllen, sich daran zu verändern. Deswegen mache ich zum Beispiel eine thematische Ausstellung, weil die Thematik dazu führt, dass ich mich verändern muss. Und das finde ich eigentlich gut. Also dann wird auch die Veränderungstheorie viel brauchbarer, nicht? Weil Stilbezug gibt es ja keinen mehr. Die Ordnungsstruktur geht eigentlich mehr vom Künstlerischen aus. Das heißt, ich überlege es schon im Kopf, bevor ich es aufhänge, oder weiß ich schon ungefähr, wie es ausschaut. Also ich verändere zwar gewisse Dinge schon, wenn ich sehe, dass es im Gesamten nicht klappt. Für mich ist natürlich wichtig, dass Gruppen vorkommen. Das heißt, die Gruppenkunst, die Gruppenmalerei, die Gruppe Grafik, die Gruppe Spiel, die Gruppe eben die Kriegsanlässe, sogar ein Teil kritische Haltung gegenüber den Vorkommnissen. Also Verletzung der Menschen und so weiter. Natürlich in milder Sprache, weil ich eben nur mild sprechen kann und nicht so gerne so brutal etwas aussage. Ne? Die ironische Seite ist ja nicht schlecht. Die bringt ja etwas herein, was für das Verständnis eigentlich sehr wichtig ist, weil diese ironische oder humorvolle Seite ja eigentlich von fast an jedem verstanden wird und auch geliebt wird. Und das gibt ja wieder einen Berührungspunkt zu den Menschen von heute. Was ich bei allen Dingen mache, dass ich ja die Sprache so habe, dass man auch entgegenkommt jemandem. Nicht im negativen Sinn, dass ich sage, jetzt mache ich das, damit die Leute erfreut haben, sondern das Entgegenkommen hängt mit der Sichtmöglichkeit zusammen, dass jemand das leichter aufnehmen kann. Und das scheint mir schon wichtig zu sein. Ne?